Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es geht weiter mit unserem Abarth. Im letzten Video habt ihr gesehen, wie wir Reifentemperatursensoren angefangen haben, bei diesem Fahrzeug nachzurüsten. Damit geht es heute auch weiter. Allerdings beschäftigen wir uns erstmal mit einer Thematik, wo wir einen Teil für bauen lassen müssen. Deswegen fangen wir damit nämlich an. Und zwar Thema Nachlauf. Durch unsere neuen Querlenker ist der Nachlauf ein bisschen weniger geworden. Erstmal erste Frage, was ist überhaupt Nachlauf? Wenn man so hier reinfilmt, sieht man das schon ganz gut. Das Radlagergehäuse hat hier einmal einen Drehpunkt und das Federbein ist hier oben fest. Das ist halt die sogenannte McPherson-Förderachse. Das heißt, McPherson heißt, es gibt keinen oberen Querlenker, sondern es gibt nur einen unteren Querlenker und alles, was oberhalb des Rads ist, ist quasi Stoßdämpfer ein. Das heißt, der Stoßdämpfer lenkt mit. Bei einer Doppellenkerachse hat man immer den Vorteil, da hat man zwei Lenker übereinander mit einem Radlagergehäuse und der Stoßdämpfer geht nur hoch runter und das eigentliche Rad kippt zwischen den beiden Querlenkern. So, lange Rede, auf jeden Fall, Nachlauf ist der Winkel von dem Stoßdämpfer zur Mitte. Das heißt, in unserem Fall ist der Nachlauf minimal nach hinten gekippt, sieht man auch, wenn man drauf guckt. Wir fahren allerdings noch Serie, weil die Domlager, die wir haben, die sind vom Nachlauf her nicht verändert, weil wie können wir den Nachlauf modifizieren? Relativ einfach, Variante 1, Federbein weiter nach hinten kippen, das heißt, der Nachlauf wird immer mehr. Variante 2 ist, hier unten das Rad nach vorne schieben, weil den eigentlichen Achsschenkel mit den Anlenkungspunkten können wir natürlich nicht variieren. Das heißt, wir können nur den unteren Aufnahmepunkt nach vorne schieben oder das Domlager hinten weiter nach hinten ziehen. Da die Domlager nur mehr Sturz zulassen, aber den gleichen Nachlauf haben, ging es darüber nicht. Jetzt mit den alten Querlenkern war ein bisschen weiter einstellbar. Das heißt, wir konnten das Rad unten weiter rausschieben durch den hinteren Lenker. Dadurch ist der Nachlauf mehr geworden. Die neuen Querlenker, damit ging das in erster Linie erstmal nicht so weit. Deswegen sind wir von 5 Grad zurück auf 4 Grad. Deswegen habe ich mir überhaupt erst angefangen, Gedanken zu machen, was ist eigentlich Nachlauf? Was macht der Nachlauf? Wofür ist er da? Ich bin kein Fahrwerksexperte, wie sagt man dazu, Achskinematikexperte. Aber Fakt ist, bei ganz vielen anderen Autos, man erkennt einen hohen Nachlauf immer daran, dass zum Beispiel Mercedes und BMW, müsst ihr mal darauf achten, wenn diese Autos einlenken, ist das nicht so wie bei einem Bobbycar, aktuelles Thema bei mir, dass die Räder einfach so links und rechts lenken, sondern gefühlt klappen die Räder so weg. Sieht man ganz oft, wenn ein BMW einschlägt, das innere Rad, guckst du gefühlt von oben aufs Profil drauf. Das liegt einfach daran, dass auch diese Autos einen relativ hohen Nachlauf haben. Das heißt, die Federbeine vorne, BMW hat auch McPherson, sind relativ weit nach hinten gekippt. Warum das so ist, da kommen wir später drauf. Fakt ist, die haben so. Go-Karts, wenn ihr im Kart drin sitzt und guckt mal auf die Räder links, rechts nächstes Mal, werdet ihr auch sehen, dass der eigentliche Achsschenkel nicht so steht, sondern der eigentliche Achsschenkel steht relativ stark so. Ist in dem Fall quasi das gleiche vom Nachlauf her. Habt ihr auch relativ viel Nachlauf so stehen. Warum ist das so? Eigentlich, wenn ich es mir jetzt selber erklären wollen würde, hat es folgende Vorteile. Ein Vorteil Nummer 1 ist, wenn wir uns die Achsvermessung angucken, zwei Räder, Sturz. Lenke ich so, bleibt der Sturz gleich. Mit mehr Nachlauf, das heißt, ich lenke ja auch über den Nachlauf, das muss man immer dazu sagen, dadurch, dass es eine McPherson-Achse ist, passiert ja dieses BMW-Phänomen, was ich gerade gesagt habe, dass das innere Rad wegklappt. Das heißt, das innere Rad wird in dem Fall von Sturz so eher in Richtung 0 gehen, aber das äußere Rad wird mehr Sturz aufbauen. Dadurch, dass das Rad, ja, das kann ich meinen Händen jetzt nicht zeigen, aber ihr könnt das selber mal machen, wenn ihr die Hände mal so macht und dann fangt er an zu lenken, stellt er fest, dass sich dieses Rad ja reinkippt. Ich zeige das jetzt mal übertrieben gesagt. Ne? Das heißt, wir können später mit mehr Nachlauf beim Geradeausfahren weniger Sturz einstellen. Ich sage jetzt mal 2,5 Grad. Und beim Einlenken wird der Sturz gerade auf dem äußeren Rad, wo wir ja den Sturz brauchen, weil die ganze Masse sich aufs äußere Rad verlagert, wird der Sturz mehr. Was in meinem Fall mit 4 Grad Nachlauf fast gar nicht der Fall ist. Warum macht man es in der Serie nicht? Ganz einfach, dass der Sturz sich beim Lenken verändert, erzeugt natürlich auch eine relativ hohe Lenkenergie. Ihr kennt es, ihr habt mal im Kart gesessen, ihr versucht das Lenkrad zu drehen, es geht tierisch schwer. Das liegt natürlich um einen an der Übersetzung, dass sie natürlich relativ direkt beim Kart ist, aber auch daran, dass ihr das Kart beim Lenken raushebt. Mehr Sturz heißt, die Achse will nach oben, das heißt, ihr müsst das ganze Fahrzeuggewicht in dem Moment hochdrücken. Das hat allerdings auch wieder den Vorteil, dass in dem Moment, wenn ihr loslasst, das Lenkrad zurückfliegt. Deswegen ist Nachlauf für den Geradeauslauf auch definitiv toll. Das heißt, man kriegt ein richtiges Feedback, man lässt das Lenkrad los, das Auto fährt sofort wieder geradeaus. Dementsprechend mehr Kraft braucht man aber zum Einlenken in die Kurve. Grobe Exkursion. Fakt ist, wir wollen mehr Nachlauf. Ich habe mich ein bisschen schlau gemacht, was fahren eigentlich andere Autos so an Nachlauf. Zack,
bin ich fündig geworden. Die ganzen TCR Golfs, die ganzen TCR Hondas, Polybauer ist ja relativ tief in diesem TCR Game auch drin, fahren alle, jetzt haltet euch fest, zwischen 13 und 16 Grad Nachlauf. Wir haben 4 Grad. Und wenn das jetzt hier 4 Grad ist, dann könnt ihr euch vorstellen, wo hier 14 Grad stehen. Weil 10 Grad ist dann doch ganz schön viel. Ne? Zur Erinnerung, das wäre 90 Grad. Das heißt, selbst mit 10 Grad mehr steht das Federbein schon hier. Und das sind wirklich Welten. Da wollen wir hin. Jetzt ist die Frage, was können wir machen? Ich habe dazu mal eine Zeichnung gemacht. Komm her, Nico, füllen das mal hier erst ab. Praktisch kann man das Ganze relativ einfach ausrechnen. Weil wir haben einfach ein gleichschenkliges Dreieck. Weil zwei Seiten von dem Dreieck bleiben immer gleich lang. Der Punkt zwischen hier oben ist mein Domlager und hier unten ist der Kipppunkt von dem Radlagergehäuse, also da, wo der Querlenker dran ist. Dieser Abstand bleibt ja immer gleich, weil ich den mechanisch nicht verändere. Den würde ich verändern, indem ich das Auto hoch und runter drehe. Das heißt, diese Seite bleibt immer gleich und wenn ich jetzt auf der einen Seite weiter reingehe oder auf der anderen Seite weiter raus, kann ich die Winkelveränderung relativ einfach ausrechnen. Oder einfach, wer damals in Mathe nicht ganz so viel aufgepasst hat mit Formeln, einfach online, Dreieckberechnung online bei Google schnell eingeben, kann man die beiden Seiten eingeben, blablabla und so weiter. Also habe ich als allererstes mir überhaupt erstmal einen Zettel und einen Stift genommen, habe erstmal die Punkte ausgemessen, um mal zu gucken, wo ich überhaupt hinkomme, was überhaupt machbar ist. Dabei bin ich relativ schnell zu Folgendem gekommen. Von Radmitte nach oben haben wir 540, von Radmitte nach unten 120 mm. Jetzt wollte ich erstmal von dem Aspekt ausgehen, dass das Rad auf der gleichen Stelle bleibt, weil es ist schon möglich, den Nachlauf zu verändern, ohne dass sich das Rad bewegt. Das heißt, ihr müsst euch das so vorstellen, das ist mein Stoßdämpfer, hier ist das Rad. Wenn ich jetzt an der Stelle bleiben will, kippe ich einfach beide Seiten. Kippe ich nur eine Seite, geht das nicht, dann wandert der Punkt. Kippe ich beide Seiten im passenden Maß, schaffe ich es definitiv, dass die Radmitte gleich bleibt. Das heißt, ich habe geguckt, wie viel Platz haben wir hier oben noch drin. Und da werden wir schnell feststellen, dass wenn wir hier nach hinten wollen, dann sieht man halt relativ schnell, dass der Platz alleine hier auch vom Stoßdämpfer zum Domhelm beschränkt ist. Das heißt, wir gehen mal auf Safe. Und meine Idee war es, oben neue Domlager zu machen, wo das Federbein 45 cm nach hinten wandert. Ich zeige euch das jetzt gerade die ganze Zeit leider auf der falschen Seite. Stellt euch das gerade jetzt komplett spiegelverkehrt um. Das ist jetzt eigentlich die Beifahrerseite. Also wir wandern oben 45 mm nach hinten. Somit habe ich einmal ausgerechnet, wie viel muss die untere Aufnahme nach vorne kommen. Dadurch, dass das Rad Mitte nicht in der Mitte von oben und unten ist, sind natürlich die Verhältnisse zueinander besser oder schlechter. Das heißt, anders formuliert, dadurch, dass der untere Lenker näher an der Radmitte ist, erzeuge ich hier unten mehr Winkelunterschied als oben bei gleicher Strecke. Somit, relativ schnell ausgerechnet, wenn wir hier oben 45 runterkommen und der Punkt wieder an der gleichen Stelle sein soll, müssen wir unten 10 mm nach vorne kommen. Das heißt, der untere Querlenker muss 10 mm länger werden, also der hintere Teil vom Querlenker, um das Rad nach vorne zu schieben. Dabei kommen wir auf eine Nachlaufveränderung von gerade mal nur plus 4,8 Grad. Das heißt, wir waren vorher ungefähr bei 4 Grad, plus 4,8 sind wir bei 9 Grad. Das ist der erste Step. Jetzt habe ich weitergeguckt, 45 mm, näher geht oben nicht. Wenn wir jetzt das Rad 5 mm weiter nach vorne schieben, was von der Theorie her machbar ist, weil so viel Platz war da, das heißt, das Rad muss unten 17 mm weiter, also der Querlenker muss 17 mm weiter nach vorne geschoben werden, kommen wir auf plus 5,4 und sind ungefähr bei 9,5 bis 10 Grad. Das ist auch ungefähr das Maß, wie viel mein Rad jetzt gerade wieder weiter hinten steht gegenüber den alten Querlenkern. Und ihr seht sofort 4,8 zu 5,4, dass wir so ein gutes Grad weniger haben. Das heißt, lange Rede, Maximum, was ich rausholen kann, Domlager nach ganz hinten, Querlenker nach ganz vorne, so weit, dass es nicht schleift, weil irgendwann kommen wir an den Punkt, wo wir einfach auch keinen Platz mehr haben. Heißt, dieser ganze Bereich müssten wir halt wegschneiden, wie auch immer, werde ich nicht machen. Das heißt, wir können mit dem Rad maximal nach hier gehen. Wir haben einen guten Nebeneffekt dazu. Wenn wir mit dem Rad nach hier gehen, wird der Radstand länger. Radstand ist immer toll zum Schnellfahren, also gibt immer Sicherheit. Lange Rede, wir brauchen ein neues Domlager oben. Das heißt, ich fahre jetzt einmal mit dem alten Domlager zu meinem Fräserkumpel Phil. Und der soll einmal das Ganze umkonstruieren, dass wir mit dem Domlager maximal nach hinten wandern, damit ich ansatzweise so an diese 10 Grad rankomme und hoffentlich, was erhoffe ich mir davon, das Auto danach erstens beim Bremsen deutlich, deutlich stabiler wird, dass das Auto mehr wie so ein Boot in den Boden einsackt, als auch, dass das Auto beim Lenken einfach mehr Traktion hat. Das ist der Plan davon. Ja, ich baue das Domlager mal aus und dann geht's los. In der Zwischenzeit kümmern wir uns mal um unseren fehlenden Ladedruck. Da muss ich ganz ehrlich sagen, wir haben festgestellt im letzten Video, dass TurboSmart hier irgendwas fehlkonstruiert hat und diese Buchse so schnell ausgeschlagen war. Und jetzt muss ich einfach nochmal einen fetten Dank und meinen Respekt aussprechen. TurboSmart hat sich direkt bei mir gemeldet, haben gesagt, du hier, das Problem ist denen bekannt. Und genau deswegen gibt es nämlich eine Upgrade-Dose davon, eine Version 2. Und die gucken wir uns jetzt mal an.
siehe da, worin liegt der Fehler? Der Fehler lag darin, dass man es natürlich niemals, ich weiß gar nicht, ob ich es im letzten Video nicht auch gesagt habe, man kriegt es niemals hin, dass diese Dose natürlich genau gerade läuft, sondern die hat immer einen kleinen Knick. Liegt alleine schon daran, dass der Hebel ja nicht gerade vor und zurück geht, sondern der Hebel macht ja auch eine Kreisbewegung. Und jede Kreisbewegung, die er macht, hat immer zur Folge, dass dieser Hebel ein bisschen hoch runter geht. Und dadurch ist der hier so schnell und stark ausgejackelt. Was hat Toro Smart gemacht? Ein Gelenk zwischen. Das heißt, diese Dose ist dann jetzt fest und durch das Gelenk kann die Stange quasi sich ein bisschen bewegen, ausgleichen, wie auch immer. Und dieses Lager, was hier hinter ist, was übrigens auch deutlich besser ist, also das ist jetzt hier ein richtiges beschichtetes Stahllager, dieses Lager soll deutlich verschleißfester sein. Prinzipiell sonst genau das Gleiche, das heißt die gleichen Federn. Das heißt, wir müssen jetzt als allererstes gucken, dass wir auch wieder die gleiche Feder hier reinmachen, dass die Dose bei gleichem Druck am Ende wieder aufgeht. Weil ich glaube, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ist hier jetzt nämlich eine 1 Bar Feder drin. Wir wollen ja aber nur 0,5, aber das können wir gleich einfach mal gucken. Nur noch kurz ein weiteres Upgrade, was sie mir gleich mitgeschickt haben, was ich ja übelst Porno finde, für mich als alten Messtechniker, ist, man hat die Möglichkeit, hier oben einen kleinen, sieht aus wie ein PDC-Sensor, einzuschrauben. Das heißt, dieses Ding misst den Abstand hier drin und ich kann neben der Taktung von meinem Steuergerät, was ist Taktung? Taktung heißt, ich takte das Ventil an, welches hier Druck drauf macht, welches dafür sorgt, dass die Stange rein und raus geht, kann ich nicht nur überprüfen, wie viel ich theoretisch regeln will, sondern ich kann sehen, wie viel er regelt. Das heißt, ich kann über diesen Sensor sehen, wo die Stange, also wo die Membran mit der Stange dran gerade steht. Das heißt, im Umkehrschluss, wo mein Wastegate gerade positioniert ist. Das hat nämlich zum Vorteil, dass ich relativ schnell beim letzten Mal gesehen hätte, dass es nicht irgendeine Undichtigkeit ist, sondern dass die Klappe sich aufdrückt. Weil wenn ich nämlich zum Beispiel durch diesen Sensor auf einmal sehe, dass die Klappe sich aufdrückt in die Richtung, ich es aber gar nicht will, weil ich es gar nicht antakte in dem Moment, dann weiß ich ganz genau, dass hier irgendwo der Fehler ist. Deswegen werden wir auf jeden Fall auch noch diesen Sensor anschließen. Ich bin wirklich gespannt, habe ich so noch nie gehabt, was da so geht in Bezug auf Taktung, wie die Klappe steht, drückt sie sich auf, drückt sie sich im mittleren Bereich auf, drückt sie sich oben auf, wie weit drückt sie sich auf? Ich habe wirklich keine Ahnung, wenn hier Solardruck geregelt wird, ob die in dem Moment 1 mm aufsteht oder 10 mm aufsteht. Ne? Deswegen finde ich es geil, dass es jetzt hier an der Stelle so einen einfachen Sensor hat. So, jetzt drehen wir hier als erstes wieder unsere Pumpe drauf. Oh ja, da brauchen wir nicht mal unseren Schraubstock für nehmen, weil hier seht ihr, wie, also gefühlt sieht man so schon, wie einfach diese ganze Lagerung hier viel krasser ist. Man sieht hier richtig eine geschliffene Oberfläche, die auch vom Durchmesser her viel größer ist. Aber wir werden es eh gleich zerlegen, das heißt, ich kann es euch zeigen. Fakt ist auf jeden Fall, das Ganze fängt erst an bei, ja, ich würde sagen bei 0, ja, bei ziemlich genau 1 Bar. Was natürlich viel zu viel ist, weil wenn wir mit 1 Bar das Ganze jetzt einbauen würden, würde wieder meine ganze Map nicht passen. Das heißt, wir zerlegen das Ganze jetzt hier und machen da die Feder rein, die eigentlich rein soll, sprich eine 0,5 Bar Feder. Also, unsere fette Wastegate-Feder ist rausgewandert. Wir haben die nächst kleinere reingemacht. Das sieht jetzt gut aus. So, passiert noch nichts. Passiert noch nichts. Jetzt kommt's. Hat vielleicht minimal mehr Vorspannung als die alte. Das ist aber nicht schlimm. Ich sag mal so 0,1 ist da ja. Ist ja. Gesagt, getan. Einfach geil, dass man mittlerweile innerhalb von einem Video solche Sachen direkt umsetzen und euch zeigen kann. Mein vollster Respekt und Dank geht raus an Phil. Ich sagte ja, er setzt sich da kurz dran und wirklich gefühlt in 48 Stunden später habe ich dieses Domlager. Das ist das alte Lager von H&R mit der Sturzkorrektur. Das ist jetzt, ich habe es nämlich auf der einen Seite schon eingebaut, das ist jetzt die Fahrerseite und passend dazu ist das die Beifahrerseite. Ne, ist nicht korrekt. So und so. So, das sind die beiden Lager. Fahrerseite, Beifahrerseite. Hier seht ihr jetzt, in die Richtung ist der Nachlauf. Das heißt, wir konnten den Nachlauf 45 mm weiter nach hinten verschieben, so wie wir laut Zeichnung auch vorhatten. Das ging leider nicht an dieser Stelle, weil man hier, ich weiß nicht, ob wir das vorher gesagt hatten, das Problem hat, dass da ja noch diese Mutter rausguckt und die Mutter somit in dem Loch nicht mehr ist. Weil wir so weit nach hinten wandern, dass die Mutter dann quasi im Dom hängt. Deswegen mussten wir das komplette Lager nach unten versetzen. Sieht man hier, wenn man von der Seite ganz gut drauf guckt. Das heißt, ich glaube, es waren 12 mm, kommen wir mit dem Auto jetzt hoch.
ist jetzt nicht so schlimm, muss ich das Fahrwerk halt 12 mm runterdrehen. In dem Fall habe ich dann 12 mm mehr Ausfederweg und weniger Einfederweg. Könnte sogar ganz gut sein, weil wir haben ja den Ausfederweg an der Hinterachse schon massiv vermehrt, verlängert, was extrem positiv war. Das heißt, ich könnte mir vorstellen, dass es vorne auch genau richtig ist. Egal, auf jeden Fall neues Domlager. Eine Sache ist, wir können den einen Verschraubungspunkt nicht mehr nehmen, weil genau da jetzt unser Federbein ist. Das heißt, ich habe gegenüber ein neues gesetzt, da muss ich dann einmal durchs Dom bohren. Aber ich denke mal, bei dem Auto kommst du wirklich nicht mehr drauf an. Ja, nächster Punkt war Thorsten, Mittendorf, ADT, auch vielen, vielen Dank. Strebe vom Querlenker alt, Strebe vom Querlenker neu, weil ich sagte ja, laut Zeichnung will ich nicht nur mit dem Dom nach hinten, sondern auch mit dem Rad unten wieder nach vorne, damit ich das Rad später richtig geil im Radhaus stehen habe. Deswegen einmal schnell nochmal eine hintere Strebe in länger, sodass ich mit dem Rad nach vorne komme. So viel zur Theorie. Aber wirklich an die beiden Kandidaten nochmal vielen, vielen Dank. Guckt euch an, einfach. Ich hoffe, es ist nicht umsonst alles, sondern am Ende bringt es richtig was, aber das Gefühl ist richtig gut. Und optisch sieht es auch richtig, richtig nice aus. So, also, jetzt zeige ich euch das nämlich mal. Wenn ihr nämlich hier jetzt reinguckt, auf der Seite, habe ich das Domlager schon eingebaut. Guckt euch mal bitte an, wie schräg der Dämpfer jetzt nach hinten steht. Okay. So, wenn ihr hier reinguckt, guckt euch mal bitte an, wie schräg dieser Lenker jetzt nach hinten gekippt ist. Auch wenn man sich überlegt, wo vorher das Federbein stand und wo es jetzt steht, ist das wirklich schon eine Nummer für sich. Ja. So, das sind ungefähr jetzt, wie ich ausgerechnet hatte, 5, 6 Grad mehr Nachlauf. Das heißt, wir reden jetzt hier ungefähr von 10 Grad Nachlauf. So, aber das Krasse ist, guckt euch an, was passiert, wenn ich jetzt das Rad draufstecke. Wir machen jetzt den Live-Test. Für sowas gibt es übrigens nichts Geileres als Stehbolz, ne? Muss ich immer wieder leider sagen, wie entspannt das Ganze mit Stehbolzen ist. Jetzt haben wir unser cooles Sturzmessgerät. Also, wir fangen mal auf der Fahrerseite an, wo noch alles original ist. 1,0. Aber ich sage euch, was jetzt kommt, ist wirklich, wirklich krass. Das hatte ich auch wirklich selber so noch nicht auf dem Schirm. Ich hoffe, wir verraten in diesem Video auch nicht zu viel. Aber, also, es ist natürlich bautechnisch auch einfach bei jedem Auto nicht möglich. Weil ihr werdet gleich sehen, das Rad lenkt auch ganz anders ein. Wir gehen ins Rennen. Mit 3,3 Grad. Ist ungefähr so, wie ich gefahren bin. Nagelt mich jetzt nicht auf die Kommastelle fest, aber 3,3. Jetzt lenken wir mal komplett ein. Es wird unbedingt mal Zeit, dass ich mir übrigens mal so Platten hier kaufe. Was für Platten? Ja, jetzt gerade, das ist ja eigentlich kacke. Man verschiebt und verschränkt ja gerade alles. Ist jetzt hierfür okay, aber... Ne. Gute Teilweise. Der Sturz geht von 3,3 hoch auf 3,9. Bei Maximaleinschlag. Also, man kann schon sagen, nicht viel mehr Sturz. Jetzt lenke ich zurück. So, jetzt sind wir bei 0. Ja. So, und jetzt? Das ist interessant. Je weiter ich zurücklenke, je weniger wird der Sturz. Und er geht tatsächlich zurück. 0,4. 0,4. Ich glaube, das ist sogar schon ein positiver Sturz. Nee, wir sind noch ganz leicht negativ. Das heißt, von 3,3 Grad ist es so, dass bei Maximaleinschlag, kurvenäußeres Rad, was auch richtig ist, der Sturz auf 3,9 geht und der innere auf 0. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, man fährt um die Kurve, alle Fliehkräfte gehen nach außen, das heißt, das äußere Rad wird stärker belastet, das Auto taucht dort ein. Das ist natürlich genau richtig, dass auf dem äußeren Rad, wo mehr Last ist, natürlich auch der Sturz mehr wird. Auf der Innenseite, wo das Rad entlastet ist, ist es auch genau richtig, dass der Sturz Richtung 0 geht, volle Auflagefläche, wie beim Motorradfahren. Da kippt man ja auch den Reifen rein. Aber jetzt das Krasse ist, was auf der anderen Seite passiert. Der ist jetzt noch nicht vermessen und nichts. Das ist jetzt einfach erstmal so zusammengeworfen. Wir gehen ins Rennen mit 2,2 Grad. Zur Erinnerung, andere Seite waren 3,3. Das heißt, das Rad steht schon deutlich gerader. Das heißt, beim Geradeausfahren, beim Beschleunigen und beim Bremsen haben wir deutlich mehr Auflagefläche vom Reifen, was eigentlich positiv ist. Zur Erinnerung, Oma Golf, Marius Golf fahren wir immer Sturz gleich 0, damit einfach die ganze Reifenbreite auf dem Asphalt liegt. So, jetzt lenken wir mal komplett ein. Erstmal sogar schon mal so ein bisschen, weil das Krasse ist, da sieht man hier schon, wie eng das hier wird. Oh, da ist jetzt wirklich, also man sieht irgendwie hier schon, wie das Rad da so rein, ja, sich reindreht. Also wir haben jetzt gerade auch mehr Radstand. Wir haben jetzt ja gerade diese 15 mm das Rad weiter nach vorne. Das stimmt, ja. So, aber er lenkt jetzt halt wirklich gefühlt, kippt da so rein. Guckt euch mal diesen geringen Lenkeinschlag an. Was sind das? 10 Grad? 15 Grad, okay, ein Lenkrad ist eine halbe Umdrehung.
Das ist halbe Umdrehung, ist glaube ich das, was man so auf der Strecke, nicht ganz eine halbe Umdrehung, das sind so 60, 70 Grad, ist das, was man in schnellen Kurven an Lenkeinschlag, glaube ich, benutzt. Und schon sind wir bei 3,7 Grad. Das heißt, wir haben jetzt schon unseren Sturz, den wir auf der anderen Seite mit 3,3 im Ausgang als Maximalsturz hatten. Und ich habe ja gefühlt noch gar nicht gelenkt. Ja, 5,5 Grad. Das zeigt eigentlich schon, dass wir vom Nachlauf her schon fast zu krass sind. Also, dass wir schon fast zu viel haben. Aber jetzt könnt ihr euch natürlich vorstellen, Alter, wenn ich jetzt schnell um die Kurve fahre, ich fahre ja niemals kompletten Lenkeinschlag, ne? Außer vielleicht, es gibt da ja so eine Teststrecke von so einem YouTuber, wo man ja so im Kreis fährt, wo man schon relativ viel Lenkeinschlag fährt. Da könnte man ja vielleicht das gebrauchen, aber egal. Normalerweise fährt man natürlich auf der Rennstrecke nicht vollen Lenkeinschlag. Das heißt, da sind wir jetzt schon eigentlich zu weit. Aber trotzdem 5,5 Grad. Aber jetzt, das Krasse ist, wenn ich jetzt zurücklenke. Das ist jetzt gerade kein negativer Sturz, ne? Wir sind über den Nullpunkt und das Rad steht 3 Grad nach außen gekippt. So, das heißt, ich fahre jetzt wirklich gerade mit dem Auto, übertrieben gesagt, so um die Kurve. Also wie mit Motorrad. So, das sind wirklich 2,9 Grad ist jetzt das innere Rad, das muss man sich mal überlegen, maximaler Lenkeinschlag, ist das Rad auf der Innenseite weiter eingekippt als in der Ursprungslage beim geradeausfahren. Und das halt schon heftig, ne? So, das heißt, ich drehe jetzt mal zurück und ihr achtet mal drauf, wann der auf Null ist. Ein Stück noch. Ja, jetzt, ja. Guck dir an, das ist ja wirklich, ja, also das ist ja ein reeller Lenkwinkel für die Rennstrecke. Also ja, zum Beispiel, schnelle Kurve. Turn 1 den Berg hoch. Turn 1 den Berg hoch, Bilster Berg, ist das so mein Lenkeinschlag, den ich da fahre. Vielleicht sogar ein Tucken mehr. Und ich bin wirklich gespannt, ich sag's bei jeder Änderung wieder, was das ausmachen wird. Wir konnten bisher von den Zeitsprüngen noch nicht so zeigen, was das Auto eigentlich, wie viel schneller es wird. Aber es wird in Summe so viel sicherer und in den Zwischensteps so viel schneller, dass ich wirklich mal wieder sagen kann, jetzt bin ich gespannt, wie das fährt. Also mein Bauchgefühl sagt mir, ich werde gerade mit dem kleinen Lenkrad so richtig ins Lenkrad greifen müssen. Also ich glaube schon, dass da jetzt richtig Lenkkräfte hinter sind. Merkt man so sogar schon beim Lenken am Lenkrad. Weil durch dieses Sturzverstell man logischerweise das Auto raushebt. Aber dieses Rausheben gibt natürlich auch zusätzlich wieder Druck auf den Reifen. Also, zusammenfassend, was muss ich jetzt noch machen? Ich muss noch die Temperatursensoren kurz anbringen und das Auto einmal vermessen, sowohl Radlast als auch Spur, Sturz und so weiter. Spur bleibt genauso wie vorher, das war genau richtig. Plus jetzt mit Nachlauf ändert sich ja eh wieder alles. Das heißt, ich werde versuchen, möglichst genau an die alte Vermessung ranzukommen. Heißt, Hinterachse bleibt wie sie war, vorne Sturz auf 2,5 Grad. Ich werde mal relativ wenig Sturz testen, weil es einfach super entspannt für alles anschließend ist. Sei es Antriebswellen, Radlager, Radnaben, Antriebswellen, Manschetten, Gelenke und so weiter. Ungefähr 2,5 Grad Sturz, dass beim Einlenken ich auf 3,5 komme. Und ich bin gespannt, was jetzt leistungsmäßig mit der neuen Druckdose geht. Das heißt, im nächsten Video sehen wir uns am Berg und werden mal wieder ein paar Zeiten / Autos jagen. Ein bisschen Fahrwerksexkursion mit mir. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was gelernt. Ich habe jede Menge gelernt, mehr als ich gedacht hätte in diesem Video. Deswegen danke fürs Zuschauen, tschüss und bis zum nächsten Mal.